und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich befinde mich im strahlend schönen Tamriel, ein sehr schönes Bild übrigens im Hintergrund. Und es geht natürlich in der Alika-Wüste weiter. Wir sind jetzt hier unten in der Nähe von diesem Symbol hier, von den Regenfängerfeldern. Und wir haben ja die Spur auf der Suche nach den Ash-Abar. Und ich bin gerade am Schauen. Moment, das ist jetzt nicht unsere Quest, aber ich habe sie eben noch irgendwo gesehen. Moment, in der Richtung. Das muss ich selber erstmal gucken. Am besten reiten wir dahin. Das ist ja doch ein bisschen weiter weg. Oh, ich bin das jetzt so gewohnt von Palia. Ich weiß nicht, der eine oder andere schaut das vielleicht auch, dass ich immer nur kurz auf Shift drücke, damit der sprintet. Und irgendwie versuche ich das jetzt gerade bei Teso auch die ganze Zeit. Deswegen sieht das ein bisschen seltsam aus, wenn mein Char auf einmal so kurz sprintet und dann wieder doch nicht. Es tut mir leid, es tut mir leid. Richtige Wege, Ranetu zu erschlagen. Nummer 12. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Vollständige Enthauptung, okay. Man spreche die demütige Entschuldigung. Naja, gut, okay. Aber wir reden jetzt erstmal mit dem hier. Bleibt zurück, Wanderin. Ihr seid in unserem Lager willkommen, aber unser Häuptling empfängt keine Gäste. Wie so viele unserer Krieger wurde auch er vergiftet. Nur seine Tochter darf seine Ruhe stören. König Faharajat schickt mich. Wir brauchen die Hilfe der Ash-Abar. Der König hat zu lange gewartet. So viele Krieger sind gestorben. Und Marimars Leben hängt am seidenen Faden. Wir werden dem Ruf des Königs folgen, so gut wir können. Doch ich fürchte, wir werden nur wenig ausrichten. Ihr solltet mit Talia sprechen, falls ihr das noch nicht getan habt. Ja. Wo ist sie? Ich sehe sie gerade jetzt nicht oben in der Leiste. Oder bist du Talia, die hier steht? Nee, oder? Kanas? Hallo, Talia? Ach so, Moment. Ich habe auch schon wieder... Oh, wie ich das hasse. Nee. Hä? Das ist schön, dass ich jetzt Catwills Gold hier habe, aber ich habe jetzt keine neue Quest erhalten. Abwehr des Altmeri-Dominion. Die Wesen des Schicksals. Talia, wo bist du? Ist das jetzt wieder so eine Art... Bug hier drin? Oder ich mach mal eben den Wegschrein frei. Ah, Moment. Ich hab hier... Mein Vater hat mir gesagt, dass jemand kommen würde. Das doppelte Lottchen ist da. Mit wem möchte ich reden und mit wem kann ich reden? Ja, das sind ja die schön lustigen Bugs bei Teso. Wenn man dann mal wieder zwei Leute hat, die einem die Hauptquest geben. Erst kommt keiner und dann kommt so ein Doppelbug. Ihr nähert euch dem Lager der Ash-Abar, Fremde. Wenn ihr nicht hier seid, um uns zu helfen, schlage ich vor, dass ihr umkehrt und in die andere Richtung weitergeht. König Faharajat schickt mich. Ich muss mit Marimar sprechen. Faharajat hat euch geschickt, um uns um Hilfe zu bitten? Jetzt? Die Dreistigkeit dieses Königs! Nun, wenn ihr meinen Vater sucht, dann solltet ihr wissen, dass er und viele andere unserer Krieger schwer krank sind. Einige sind sogar tot. Unser Wasser wurde vergiftet. Wer hat euer Wasser vergiftet? Ich vermute, dass es die Nekromanten von der verdorrten Hand waren. Doch das spielt jetzt kaum eine Rolle. Wichtig ist nur, dass wir die Zutaten für das Gegenmittel finden. Wenn mein Vater stirbt, wird es keine Ash-Abar mehr geben, die der König um Hilfe bitten kann. Werdet ihr mir also helfen? Ich werde euch bei der Suche nach den Zutaten helfen. Dann kommt schnell. Dann kommt Treff schnell. Mich bei meinem Zelt Treff im Lager. Mich bei meinem Zelt im Lager. Okay. Okay, sie reden auch doppelt. Ich höre hier irgendwie ein Echo. Das hatte ich mit dieser Quest noch nie, muss ich gestehen. Ich habe auf eurer Karte den Ort markiert, von dem mein Vater glaubt, dass wir dort die Zutaten finden können. Geht voraus. Okay. Besorgt eine... Okay, also es sind drei verschiedene Orte, so wie es aussieht. Welcher von denen ist denn näher dran? Ja, sind alle relativ gleich, würde ich sagen, ne? Ich denke mal, dass hier der Brunnen gemeint ist.
Ich soll bestimmt den Wermut besorgen. Den pflück ich mir doch mal schnell. Und nur ein Wurz. Und eine Kornblume. So. Und nun? Ach, da hinten. Okay. Nehmen wir kurz den Runenstein noch mit. Sonst kann ich das so schlecht anvisieren, ja? Ich werde meine gefallenen Brüder und Schwestern rächen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja, ja, ja. Schon alles okay. So, dann würde ich sagen, links rum ist das Nächste. Ja. An den Stufen, glaube ich, war das. Aber ich sehe hier unten noch einen Brechthäuptling. Den nehmen wir doch mal direkt mit. So, nee, nicht an den Stufen. Ihr habt mich nicht gesehen. Mein Vater ist seit 26 Jahren Häuptling des Stammes. Wir wüssten nicht, was wir ohne ihn tun sollten. Alles gut, ich helfe euch. Wenn ich jetzt noch weiß, wo die Blute ist. Das nehmen wir auch mal direkt mit auf den Weg. Ah, da hinten, ich sehe sie. War da nicht eigentlich... Das sind zwei Blüten. Oh, lauf, komm. Heute habe ich es irgendwie nicht so mit Truhen. So, jetzt. Müssen wir denn beide Blüte mitnehmen oder reicht eine? Wer hätte gedacht, okay, dass die verdorrte Hand unser Wasser vergiften würde? Tja, ne? Direkt geradeaus. Ich denke aber, dass wir da hoch müssen. Ja! Das war da. Oh, da gehen wir auch nochmal kurz hin. Weil Platinflöz, ne? Ist ja nie genug da. So, warte mal. Dich muss ich auch mal kurz wegmachen. Ich möchte nämlich das Buch auch gerne haben. Oh, ich habe ein Rezept bekommen. Wir müssen uns beeilen. Es sind schon so viele Ash'abar gestorben. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich wollte ja nur mal gucken. Treff mich am Feld meines Vaters. Ja, ich komme. Ich hole nur noch schnell das Flink-Silbererz. Hier ist auch noch welches, sehr schön. Ich glaube, den Rest können wir auch laufen. Wo ist sie denn? Da. Bitte, Vater. Es muss irgendeine Möglichkeit geben. Du musst das hinnehmen, Talia. Meine Zeit ist gekommen. Geh, bereite den Trank zu. Ich muss mit unserem Gast sprechen. Das gefällt mir nicht. Aber ich werde dir gehorchen, Vater. Ihr seid in unserem Lager willkommen. Gewöhnlich sind wir großzügige Gastgeber, aber unter diesen Umständen, ich hoffe, ihr versteht. Natürlich verstehe ich das. Ihr habt es natürlich gesehen. Der Stamm ist schwach und bald kehre ich in den Sand zurück. Jemand anderes muss die heilige Pflicht der Ash'abar erfüllen. Und dieser jemand seid ihr. So wurde es prophezeit. Ich? Ich muss die Pflicht der Ash'abar erfüllen? Ja, es besteht kein Zweifel. Die verdorrte Hand. Wir standen noch nie einer solchen Bedrohung gegenüber. Doch es ist unsere Pflicht, sie aufzuhalten. Ihr müsst zu einer von uns werden. Ihr müsst eine Ash'abar werden. Dann müsst ihr die verdorrte Hand aufhalten. Wie werde ich zu einer Ash'abar? Es gibt da ein Ritual. Meine Tochter, ich sagte ihr, die Zutaten wären für ein Gegenmittel. Aber sie weiß jetzt, dass sie für euer Aufnahmeritual sind. Es bleibt nicht viel Zeit. Erst müsst ihr euch entscheiden. Seid ihr bereit, uns beizutreten und eine Ash'abar zu werden? Welche Verpflichtung gehe ich denn da ein? Ja, ich werde dem Stamm beitreten. Vielen Dank, Reisende. Ihr nehmt einem sterbenden Mann eine große Last vom Herzen. Die Zukunft unseres Stammes, unsere Ehre, hängt davon ab, ob ihr unsere Pflicht erfüllt und unseren Kampf gegen die verdorrte Hand führt.
Meine Tochter ist gerade nicht glücklich. Sie ist so dickköpfig, wie es auch ihre Mutter war. Aber der Tod kann nicht aufgehalten werden. Aber seid versichert, Initiandin, nachdem ihr die Prüfung abgeschlossen habt, wird sie euch helfen, die Hand zu bekämpfen, sofern ihr es wollt. Ich bin bereit, mich dem Ritual zu stellen. Das ist gut. Ich glaube, sie ist fertig mit dem Mischen des Tranks für das Aufnahmeritual. Sprecht mit ihr, sobald ihr bereit seid, mit dem Ritual zu beginnen. Möge Tuaka euch stets auf den rechten Pfad lenken, Anwärterin. Vielen Dank. Ich werde mit Talia sprechen. Nee, da ist sie. Ein bedeutender Mann liegt da drüben im Sterben. Und er hat all sein Vertrauen auf euch gesetzt. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich habe den Trank für euer Aufnahmeritual fertiggestellt. Sobald ihr bereit seid, können wir mit der Prüfung beginnen. Ich bin bereit. Auch wenn ich schon gerne wissen würde, woher er eigentlich weiß, dass ich jetzt heute genau in diesem Moment komme. Nun gut, hier ist er. Geht zum Makhadar an der Rückwand des Zelts und trinkt. Seid gewappnet, Initiandin. Der Trank wird euch eine Vision der Vergangenheit schenken. Wenn die Vision vorüber ist, werdet ihr wissen, was es bedeutet, eine Ash-Abar zu sein. Ich verstehe. Ja, vor allen Dingen, ne, woher weiß er, dass ich tatsächlich die Richtige bin? Samir, Samir, steh auf. Oder willst du die Schlacht verpassen? Kann ich wieder nichts nehmen, ne? Samir, mein Bruder. Endlich ein Lebenszeichen von euch. Habt ihr letzte Nacht zu tief vom sternenreichen Brunnen getrunken? Das sieht euch so gar nicht ähnlich. Schnell, reißt euch zusammen. Wir können uns heute keine Trödeleien leisten. Ich bin wach. Was ist denn los? Morvas Gnade. Vielleicht hast du dir auch eine Beule eingefangen. Hast du etwa die Schlacht vergessen? Die Rovada werden diese bösen Elfen bald für immer aus unserem Land vertreiben. Heute soll ich an deiner Seite kämpfen, Bruder. Sag mir bitte, dass du dich dazu imstande fühlst. Natürlich. Ich bin immer bereit für die Schlacht. Das ist der Samir, den ich kenne. Irgendwann wirst du mir erzählen müssen, was dir letzte Nacht zugestoßen ist. Es ist sicher eine haarsträubende Geschichte. Doch jetzt komm. Unser Vater bereitet eine Ansprache an die Rovada vor. Er wartet schon auf uns. Also normalerweise würde ich ja sagen, dann wollen wir ihn nicht warten lassen, aber wir möchten natürlich auch ein bisschen was hören. Ich bin noch etwas durcheinander. Ich habe erst ein paar Fragen. Samir, langsam fange ich an, mir Sorgen zu machen. Bist du verzaubert worden? Wir schreiben das Jahr 853. Unser Vater ist König Xakwan, der aus dem alten Yokuda kam, um sich hier in der Erlikh-Wüste niederzulassen. Ich hoffe, das kommt dir langsam bekannt vor. Gebührt einem Prinzen nicht etwas mehr Respekt? Schnittiges Schwert, es tut mir leid. Du bist der Kronprinz, aber ich bin dein Bruder und ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Bitte sag mir, dass es dir gut geht. Ich freue mich schon seit Wochen auf diese Schlacht. Aber Vater will mich nur kämpfen lassen, wenn du den Angriff anführst. Warum müssen wir gegen die Elfen kämpfen? Weil sie uns hier nicht haben wollen. Unser Volk kam über das Meer aus dem alten Yokuda, um hier zu siedeln. Doch diese Elfen, der Korelania-Clan, sie wollen uns von diesen Gestaden vertreiben. Heute stellen wir uns ihnen und lassen sie wissen, dass wir nicht wieder fortgehen werden. Ich hatte einen Traum. Irgendetwas über einen Stamm, den man die Ash-Abar nennt? Die Ash-Abar? Kenne ich nicht. Sind das auch Elfen? Wenn es sein muss, töten wir sie eben auch. Aber jetzt musst du dich konzentrieren, Samir. Konzentriere dich auf die heutige Schlacht. Wir müssen uns beeilen, um Vaters Ansprache zu hören. Nun gut, ich bin bereit zu gehen. Preis die Götter. Es würde sich nicht ziemen, wenn wir bei Vaters Ansprache nicht anwesend wären. Er macht sich höchstwahrscheinlich schon Sorgen um uns.
Dann wollen wir ihn nicht länger warten lassen. Na geh, ich folge dir. Da hinten ist er. Rovada, ihr wisst alle, dass die Elfen vor unseren Mauern sind. Diese Ungläubigen nennen uns Barbaren. Sie wollen uns aus unserem Land vertreiben. Was die Elfen aber nicht wissen, ist, dass Ruptgar selbst uns an dieses Ufer geführt hat. Er hat verfügt, dass die Alikre unser Zuhause sein soll. Heute werden die Ungläubigen die Stärke der Shehai kennenlernen. Onsi wird unsere Klingen führen. Heute wird sich der Sand rot von Elfenblut verfärben. Du siehst stark aus, Samir. Mein Herz ist stolz. Ich glaube, dies wird ein Schicksalstag für dich und deinen Bruder sein. Wenn wir hier bleiben wollen, müssen wir das Land vom Makel der Elfen säubern. Ich bin sicher, dass wir siegreich sein werden. Ja, und ein Großteil des Ruhmes für diesen Sieg wird dir und deinem Bruder zustehen. Ich entsende euch als meine Champions, damit ihr euch durch die Ränge der Elfen schlagen und ihre Anführerin finden könnt. Ihr werdet der Schlange den Kopf abschlagen und dann wird auch ihr Leib vergehen und sterben. Du willst, dass wir an der Spitze des Heeres vorrücken? Ja, es ist eine große Ehre und eine große Verantwortung. Doch du hast deinen Heldenmut immer und immer wieder unter Beweis gestellt, Samir. Ich weiß, dass du siegreich sein und den Weg unseres Volkes in die Zukunft ebnen wirst. Gehe nun und gehe mit den Göttern, mein Sohn. Du hast meinen Segen. Ich werde ausziehen und heute dir zu Ehren kämpfen, Vater. Ich weiß, dass du siegreich sein wirst, mein Sohn. Möge Onsi deine Klinge führen. Gib Hallo? Mir einen Augenblick, Samir. Ich muss Onsi mein Opfer darbringen. Komm zu meinem Zelt, wenn du bereit für die Schlacht bist. Okay. An unsere heutigen Taten wird man sich noch lange erinnern, Bruder. Geh voraus. Okay. Ich weiß aber nicht, wo es lang geht. Moment, in die Richtung. Fängt ja schon gut an. Dass ich hier komplett in die falsche Richtung laufe, kann ich? Ja, ich kann reiten. Sehr schön. Wir sollen ja nach vorne vorpreschen, ne? Hat er ja gesagt. Wir lagen zu weit auseinander. Ja, genau. Da muss ich rein. Nee, da muss ich doch nicht rein. Was muss ich denn da machen? Tötet den Sippenfürst. Wo ist denn der Sippenfürst? Ich greife euch mal an. Vielleicht kommt dann der Sippenfürst. Meine Güte. Ach, das ist der Sippenfürst. Ihr seid ja wirklich lebensmüde. Fürstin, Entschuldigung. Ihr habt bereits verloren. Als ihr angestürmt kamt, haben wir hinterrücks... Habt ihr das gehört? Sie müssen durch die Krypta gegangen sein. Schnell. Wir müssen sie aufhalten. Ja, haben wir hinterrücks, habe ich gehört. Mehr konnte ich leider nicht verstehen. Mehr hat sie nicht gesagt. Ich rieche hier drin den Tod, Samir. Bei den Göttern. Seht euch all die wandelnden Gebeine an. Schämen sich diese Elfen denn für gar nichts? Naja, es war die Sippenfürstin, ne? Also, es sind nicht die Elfen. Wir wissen ja alle, wie die Alte drauf ist. So, Jungs. Jetzt alle zusammen, bitte. Oh, jetzt lauft doch nicht alle weg. Mensch. Feiglinge. Hallo, wieso kann ich mich treffen? Kann ich noch nicht mal einen von denen looten? Hallöchen, was ist hier los? Ihr kommt zu spät, Samir. Euer Vater ist tot. Schlimmer noch. Ein elfischer Nekromant hat euren Vater in eine Abscheulichkeit verwandelt.
Was meint ihr? Der Nekromant hat euren Vater erst erschlagen und dann seinen Leichnam wiedererweckt. Es ist das Grauenhafteste, was ich jemals gesehen habe. Er ist verloren. Es gibt nichts, was wir noch für ihn tun könnten. Ich kann ihn nicht einfach zurücklassen. Ich muss etwas tun. Samir, ihr dürft dort nicht hineingehen. Ihr würdet euren eigenen Vater niederstrecken müssen. So düster die Geschehnisse auch sein mögen, unsere Gesetze sind und bleiben heilig. Euer Vater ist ein geehrter Toter. Wenn ihr seine sterblichen Überreste verletzt, dann entehrt ihr euch selbst. Ihr wollt also, dass wir einfach fliehen? Ja, ihr habt keine andere Wahl. Ich weiß, dass euer Vater nicht wollen würde, dass wir unsere neue Heimat verlassen. Doch dies hätte er niemals vorhersehen können. Er würde uns niemals dieses heilige Gesetz brechen lassen. Ihr dürft über eine solche Sache nicht einmal nachdenken. Ich werde darüber nachdenken müssen. Wir sollten das besprechen, Samir. Komm mit. Ah nee, das waren Kerzen. Ich dachte schon, da ist ein Buch. Das Schicksal hat uns ein grausames Los beschert, mein Bruder. Ich bin ganz deiner Meinung. Vater hätte nicht gewollt, dass wir aus unserer Heimat fliehen. Aber entehren wir uns damit? Ihn zu töten würde Verbannung bedeuten. Aber ich bin bereit, es zu tun, wenn du es befiehlst. Warum sollte ich dir das befehlen? Weil es klar ist, dass einer von uns beiden dieses Opfer bringen muss. Du wirst der nächste König werden. Wenn du unseren Vater niederstreckst, wirfst du all das einfach weg. Für mich steht nicht so viel auf dem Spiel. Gib mir nur den Befehl und ich werde es tun, Bruder. Oh, ich hasse euch. Ganz ehrlich, ich will nicht schon wieder eine Entscheidung treffen. Also ich meine, okay, ich soll der nächste König werden. Also ist es rein vom Logischen her eigentlich so, ja, dass es wohl das Beste wäre, wenn er das... Also hier steht ja noch nicht mal zur Debatte, ob wir es einfach sein lassen. Ne? Hier steht ja nur zur Debatte, ob er es macht oder ob ich es mache. Jetzt ist die große Frage, wenn ich kein König werde, weil ich verbannt werde... Wird er dann König? Ich meine, er ist mein Bruder. Also theoretisch würde doch vom Gesetz her das Ganze dann auf ihn fallen. Ich gehe jetzt mal davon aus, es gibt nur die beiden Brüder und keine Mutter, nehme ich mal an. Wobei, ja, Mutterkönigin ist ja immer so eine Sache, ne? Männer regieren ja, haha. Das ist blöd, weil... Die Antwort, die ich jetzt automatisch angeklickt hätte, wenn ich immer E gedrückt hätte, ist natürlich, nein, ich werde ihn niederstrecken, es ist meine Pflicht. Und ich würde sagen, das werde ich auch machen, weil er dann hoffentlich König wird. Und ich denke mal, dass er ein guter König wird. Also er guckt ein bisschen vertroppelt gerade. Aber ich denke mal, dass er ein guter König wird. Ich weiß über mich überhaupt gar nichts. Ich weiß ja noch nicht mal, wer ich bin. Außer den Namen, den ich gehört habe. Also ich sag jetzt mal einfach, nein, ich werde ihn niederstrecken. Es ist meine Pflicht. Nein, nein, bitte. Ich flehe dich an, deine Entscheidung noch einmal zu überdenken, Samir. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dich im Exil zu sehen. Was soll ich jetzt bloß tun? Ich bin nicht aus demselben Holz geschnitzt wie du und Vater. Aus mir sollte kein König werden. Hakmir, hör mir zu. Die Leute, die das nicht sein wollen, was sie sein sollen, zum Beispiel Politiker oder zum Beispiel König oder sonst irgendetwas, die werden in der Regel gut sein in dem, was sie tun sollen. Sprich, ein König, der kein König sein will, wird in der Regel ein guter und gerechter Herrscher werden. Deswegen, ich habe mich entschieden. Sei unbesorgt, du wirst ein guter König werden. Da sagt er nichts mehr. Das nimmt er einfach so hin. Hallo? Ich dachte jetzt so Streitgespräch unter Brüdern oder so, aber... Mein Sohn, ist der Vater? Den lassen wir schon mal als erstes. Du hast mich enttäuscht. Jetzt wirst du sterben. Sagte der tote König zum bereits fertigen Sohn. Da ist aber nichts mehr. Ich habe gerade gedacht, da wäre noch ein Buch oder so, aber ich habe jetzt nichts gesehen. Wieso stehen hier zwei? Achso, das ist der eine. Muss ich mit beiden reden? Ja, ne?
Er ist sprachlos. Er weiß nicht, wie er jetzt mit mir umgehen soll. Es ist also vollbracht. Ich hätte nie solchen Mut gehabt. In meinen Augen machen dich deine Taten zum Helden. Ich habe nur getan, was richtig war. Nein, du verdienst es, für deine Taten geehrt zu werden. Doch der Visier sagt, dass du stattdessen verbannt werden musst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist schon in Ordnung, Bruder. Ich nehme das Urteil an. Dein Heldenmut, deine Demut. Du solltest König sein, nicht ich. Es tut mir leid. Ich schätze, ich muss aufhören, mich wie ein Kind zu benehmen und mich meiner Verantwortung stellen. Aber was auch immer geschehen mag, dein Opfer wird niemals vergessen werden. Ich liebe dich, mein Bruder. Ich liebe dich auch, Hadmir. Und es ist alles in bester Ordnung. Wahre Ehre braucht keine Worte. Warum, Samir? Warum? Ihr habt mit der heiligsten Tradition des Königreichs gebrochen. Ein solcher Frevel kann durch nichts entschuldigt werden. Das Gesetz ist eindeutig, Samir. Verbannung. Ihr müsst dieses Land verlassen und dürft niemals mehr zurückkehren. Ich nehme das Urteil an. Gut, dann haben wir nichts weiter zu besprechen. Lasst uns hoffen, dass euer Bruder lernt, auf meinen Rat zu hören und bessere Entscheidungen zu treffen, als ihr es getan habt. Er wird ein guter König werden. Beratet ihn gut. Das ist irgendwie so ein bisschen heroisch. Ich weiß auch nicht. Hi. Hast du mir beim Schlafen zugeguckt oder was? Oh. Willkommen zurück. Ihr wart länger weg, als ich erwartet hatte. Ich nehme an, ihr seid in den Fußstapfen von Prinz Samir von Iyad gegangen und habt die Ereignisse miterlebt, die zu seinem Exil geführt haben. Ja, er war der erste Ash'abar. Das war er. Samir gründete in der Verbannung eine Familie und einen neuen Stamm. Sie streiften als Nomaden durch die Wüste und wurden als Ash'abar bekannt. Hakmir wurde König und herrschte für viele Jahre in Frieden, bis er sich erneut den Nekromanten und Untoten stellen musste. Was ist geschehen? Die Kolonie von Iyad wäre untergegangen, aber Samir führte seinen Stamm gegen die Nekromanten und ihre Armee wandelnder Toter. Die Ash'abar nahmen die Entehrung auf sich, gegen die Toten zu kämpfen, um das Königreich zu retten. So ist es seither immer gewesen. Ich verstehe. Ihr habt das erste Opfer miterlebt und ihr wisst nun, dass wahre Ehre keine Worte braucht. Ihr seid eine von uns. Ihr seid eine Ash'abar. Wir werden euch als unsere Schwester anerkennen und gemeinsam werden wir die heilige Pflicht unseres Stammes erfüllen. Dann ist mein Aufnahmeritual also abgeschlossen? Ja, die Worte sind gesprochen. Üblicherweise würde mein Vater nun eine kleine Zeremonie durchführen und die Worte sprechen. Aber sein Geist hat uns verlassen, während ihr ohnmächtig wart. Seine letzte Bitte war es, dass wir beide die verdorrte Hand vernichten. Und wir haben einen verzierten Kopf vom Orden von Diakna erhalten. Wir können nur wenig tun, um unseren Ash'abar-Brüdern hier zu helfen. Also sollten wir jetzt den Wunsch meines Vaters erfüllen. Wir sollten uns der Zerstörung der verdorrten Hand verschreiben. Sie hat meinen Vater getötet. Ich werde die Gelegenheit genießen, das wieder gut zu machen. Wo fangen wir an? Es gibt einen Ort im Nordosten. Eine heilige Stätte namens Tuvakas Thron. Es ist ein Ort der Stille und der Ehre. Viele, viele Helden wurden dort zur Ruhe gebettet. Ich mache mir Sorgen, was geschieht, falls die verdorrte Hand dort auftaucht. Dann lasst uns zu Tuvakas Thron gehen. Ich muss dafür sorgen, dass die Gebeine meines Vaters geweiht werden. Alles andere wäre eine Respektlosigkeit. Zieht zu Tuvakas Thron weiter. Sucht nach einem Ash'abar namens Ramati. Ich kenne diese Sande gut. Ich werde euch schon rechtzeitig wieder einholen. Dann werde ich zu Tuvakas Thron weiterziehen. Ja. Oh, eine Kornblume.
Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Ganz toll. Schauen wir mal eben, hier oben müssen wir hin. Verehrte Ahnen wäre dann die nächste Quest. Aber ihr kennt das Ganze, genau, sobald ich mich herumdrehe. Das wird erstmal ein kleiner Cut hier werden. Die Folge ist damit erstmal beendet. Und ja, den Rest unserer Reise werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.